Hallo Leute, ich bin Daniel Gspan und wir schauen uns heute gemeinsam an, wie wir diesem Golf mit ein wenig Carbon und Farbfolie zu mehr Styling verhelfen. Viel Spaß dabei! Geplant ist, die Spiegel, die Ladekante, das Dach und die Motorhaube in Schwarz-Carbon zu folieren. Wir versehen unseren Golf dann mit diesen türkisblauen, türkisblau-matt-metallic-Streifen über die Fahrzeuglänge, lassen die mit diesen Karos am Dach auslaufen, setzen am Spiegel einen dezenten Streifen und an der Ladekante einen sauberen farblichen zusätzlichen Abschluss. Was brauchen wir dazu? Wir brauchen ein Maßband, wir brauchen Masking Tape mit 2 oder 2,5 cm Breite. Knifeless Tape ist absolut sinnvoll, in diesem Fall jetzt keine unbedingte Notwendigkeit, aber auf jeden Fall empfehlenswert. Isopropanol, Reinigungstücher, Mikrofasertücher und unser klassisches Werkzeugset. Und jetzt schauen wir uns an, wie wir Motorhaube und Dach vorbereiten und beginnen dann auch gleich mit der Folierung. Wir nehmen uns die Dachkante und lassen diese Dachkante sozusagen optisch hier nach unten verlaufen, setzen also unsere Folienkante gut 2 cm von dieser lichtbrechenden Fahrzeugkante hinein. Das heißt, wir setzen unser Masking Tape sauber an der Karosseriekante an. Ziehen das hier an der Karosseriekante entlang und schaffen somit einen perfekten, sauberen und super symmetrischen Abschluss bzw. Distanz zur Folienkante. Setzen dann hier an der Innenkante noch unser Knifeless Tape und können das Material perfekt trimmen. Das machen wir auf der gegenüberliegenden Seite auch gleich. Wir machen mit Knifeless Tape im Prinzip genau das gleiche wie mit dem Masking Tape. Setzen uns das Knifeless Tape jetzt nicht an der Fahrzeugkante, sondern genau hier an der Kante von diesem Malerkrepp. Und kreieren uns somit eine richtig scharfe, saubere Folienabschlusskante, die optimal mit dem Dach verläuft. Das setzen wir uns auf der einen Seite. Und ich verwende hier Design Line, weil Design Line von Knifeless Tape einfach super flexibel ist. Flexibler, auch der Faden flexibler als Finish Line, beide 3 mm stark. Aber Design Line ist meiner Ansicht nach für alle Anwendungen die perfekte Lösung. Außer ich habe wirklich super gerade Linien, die sind mit einer 3 mm Finishline dann auch sehr, sehr schön umzusetzen. Gehen an der Kante einfach entlang. Dann wieder Perspektive wechseln und schauen, wo durch guten Lichteinfall diese Kante schön zur Geltung kommt. Eventuell noch nachbessern, dass man hier wirklich schönen, sauberen. Dann wieder diese Kurve. Schöne, saubere Kurve. Jetzt noch hier gleich wie auf der gegenüberliegenden Seite das Knifeless Tape sauber in diese Einkerbung. Motorhaube und Dach jetzt zu weit vorbereitet. Das heißt, wir werden das jetzt mit Isopropanol noch mal schnell drüber wischen, schauen, dass das staubfrei und alle Fingertapper weg sind und legen dann schon mit der Folierung los.